Hallo alle zusammen und herzlich willkommen hier im 126. Teil meines Car Mechanic Simulator 2018 Let's Plays. In der letzten Mod-Vorstellung habe ich euch versprochen, dass wir dieses Schätzchen, den Mercedes G65 AMG Carbon-Version, restaurieren werden. Wie man sieht, die Gesamtkonstellation ist günstig, ist gut. Karosserie, Technik, Fahrgestell, Innenraum ist in einem relativ akzeptablen Zustand, allerdings natürlich auch verbesserbar und deswegen würde ich sagen, legen wir gleich los. Noch ganz kurz, hier handelt es sich um den W12 mit 598 PS, bezahlt habe ich insgesamt $472.000. Diese Summe werde ich nie vergessen, das war wirklich sehr, sehr viel Geld. Okay, dann würde ich sagen, ich muss erstmal eine Hebebühne frei machen. Zweiter Stellplatz. Jo, so, aber jetzt kann ich den Wagen auf die erste Hebebühne bringen. Super, so wollte ich das haben. So, dann schicken wir ihn mal hoch. Und los geht's. Ja, dann fange ich schon mal an, hier mit dem Motor zu legen. Hallo. Aber jetzt, ja. Luftfiltergehäuse, jawohl. Sehr schön. Haltabdeckung. Aha, okay. Luftfilter habe ich ja schon. Den Kühler habe ich ja rausgemacht, genau. Hier Luftfilter. Der muss auch raus, logischerweise. So. Alle beiden Drosselklappen natürlich auch. Einmal falsch abgebogen. Hallo, wo bin ich? Da wollte ich hin. Achso, die habe ich schon rausgenommen. Gut. So. Jetzt die ganzen Zündspulen. Ja, beim 12-Zylinder ist man beschäftigt, wie man sieht. Da dauert es so ein bisschen. Stärker kann ich auch gleich. ABS, Hydroaggregat ebenfalls. So, na, komm. So. Kraftstoff, Einspritzleiste. So, Ansaugbrücke natürlich auch. Okay, schön. Thermostat. Kraftstofffilter. Oha, okay. Dann sehe ich gerade eben, dass die Nockenwellen mit einzelnen Lagerdeckeln gelagert sind. Das heißt, das dauert. Da bin ich jetzt beschäftigt. Aber gut, was muss, muss. Hilft nichts. Ich werde das Ganze wieder auf Neuzustand bringen, deswegen tue ich mir das auch gerne an. So. So, hier bin ich mal fertig. Halt. Ja, Turbolader. Achso, okay. Riemenspanner. Pumpe. Ja, wenn ich schon mal da bin, Gummilagerbuchse. Die mache ich auch gleich raus.
So, lala. Okay, hier haben wir noch eine Gummilagerbuchse. Ui, was habe ich hier? Noch eine Wasserpumpe, genau. Die muss ja auch noch raus. So. Okay, ich meine, von oben bin ich fast fertig da. Batterie hätte ich vergessen. Aber jetzt sieht das Ganze gut aus. Schöner Radsatz, gefällt mir ganz gut. Leute, ich habe euch, glaube ich, Schwachsinn erzählt. Dieser Mercedes benutzt ja das Bentley Package. Oh Mann, oh Mann. Nämlich in der Mod-Vorstellung habe ich erzählt, dass man diesen Mercedes DLC Package benötigt, um überhaupt diesen Mod zu installieren. Aber jetzt sehe ich gerade eben anhand des Bremssattels, dabei handelt es sich hier um Bentley-Bauteile. Oh Mann. Es tut mir jetzt echt leid, Leute. Also, dann ich nehme wieder alles zurück. Nicht Mercedes, sondern Bentley DLC benötigt ihr dann. Ölwanne, machen wir noch schnell auf. Jawohl. Oh ja, beim 12-Zylinder-Motor, da bist du beschäftigt. Da hast allerhand zum Schrauben, echt. Wahnsinn. Ja, super. Antriebswelle. Radlager, Radnabe. Genau, Luftfahrwerk. Auch raus. Stabi. Querlenker. Und dann kann ich jetzt auch den Axtträger entfernen, oder? Müsste jetzt. Ja, geht raus. Super. Raus, raus damit, super. So. Jo.
Das Differentialgetriebe. Und jetzt Hauptgetriebe. Zack. Zack, zack. Jo, es dauert nicht mehr lang. Schön langsam, aber sicher. Aha. Schnellgehäuse. So, okay. Wie komme ich jetzt daran? Das ist jetzt mir so ein bisschen schleierhaft. Ist da irgendwo eine Spannrolle oder irgendwie sowas? Moment, hier die Kette, Zugang vom Motorraum. Ah ja, gut. Das heißt dann wieder runterlassen. Den Benz, so. Zwar, ja, jetzt. Ach, da habe ich ja vergessen, die Lagerschalen zu entfernen. Dann mache ich hier noch weiter, logischerweise. Ja, super. Endlich. Jetzt kommen die ganzen Kolben raus. Insgesamt 6 Stück pro Bank. Wahnsinn. Das sieht ja aus. Cool. So. So. Woll, hier auch noch die Kette. Jetzt diese Kette hier. Mhm. Das geht von unten. Da. Check. Check, check. Läuft. Na, sehr gut. Komm, komm. Mhm. Na. Wunderbar. Alles klar. Der Motor ist soweit vorbereitet. Dann hief ich nochmal das Schätzchen hoch. Dann mache ich noch schnell die Kurbelwelle raus. Sehr schön. Und später mache ich dann... Hallo. So. Jetzt erstmal... Die Hinterachse, die muss natürlich auch zerlegt werden, das ist klar. Weil auch hier besteht Überholungsbedarf. Sehr gut. Sehr schön. Ah ja. Einmal, zweimal. Ja, das ist wieder hier so eine Multilenkerachse. Die liebe ich total, weil es dauert Ewigkeiten, bis man die zerlegt. Naja. Was soll man machen? Was muss? Deswegen wird es auch durchgezogen, eiskalt. So. Naja, eine Seite ist schon mal fertig. So, dann gehen wir jetzt auf die andere. Gut.
Super. Oh, noch ein Querlenker. Der muss natürlich auch raus. Stange. Stange. Zack. Zack. Und. Na super. Jetzt ist der Wagen zerlegt. Dann lassen wir ihn mal runter. Und nehmen noch schnell den Motorrumpf raus. Und dann möchte ich noch mal schnell schauen, weil irgendetwas stimmt nicht. Weil mit der Karosserie, er sagt, irgendwo fehlt da ein Prozentchen. Und was ist das bitte? Was stimmt bei dem Wagen nicht? Türscheibe hinten links. Okay. Und scheinen wird es die hier sein. Ja, das war die. So. Entschuldigung. Bin so ein bisschen verschleimt. So, Ersatzteile. Ah ne, Moment. Falsch. Innenausstattung. Karosserieteile. Ah, da muss ich zum... Klar, ganz falsch wieder. Hier, zum Workshop. So. Mercedes. So viele Mercedes, meine ich, habe ich gar nicht. Holden? Hä? Ich gebe Mercedes an, da kommt irgendwie alles außer Mercedes. Hm. Moment. G65. Ah! Türscheibe rechts, Türscheibe links. Ja klar. Hinten rechts, hinten links. Okay. Jetzt gibt es, glaube ich, irgendwie die helle und eine abgedunkelte Version. Jetzt welche brauche ich? Keine Ahnung. Ich nehme jetzt einfach mal beide. Dann werde ich das schon sehen. Also. Karosserieteile montieren. Ja. Ist es die hier? Eindeutig nicht. Nee, dann nehme ich die an, oder? Eigentlich schaut da so viel cooler aus. So ein bisschen leichenwagenartig. Finde ich irgendwie cool. So, dann gucken wir weiter. Wisst ihr was? Kauf jetzt einfach mal alle Heckklappenscheibe. Die abgedunkelte, jawohl. Rechts, links, rechts, jawohl. Hinten links, die habe ich, hinten rechts, die brauche ich, jawohl. Türscheibe vorne links, vorne rechts und die Windschutzscheibe gibt es auch abgedunkelt. Hey, wie cool ist das denn? Jo, dann machen wir mal weiter. Coole Sache. Mhm. So. Damit ich das nicht vergesse, logischerweise. Na komm, genau, einmal abgedunkelte Variation. Hey, cool. Das gefällt mir. Jawohl. Coole Sache. Muss ja nicht jeder reingucken können. Hoppala, Moment. Mhm. Aha. Das sieht doch echt genial aus. Nein. Genau. Wie cool. Abgedunkelte Windschutzscheibe. Schön, 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 schön. Dann gehen wir jetzt einfach mal auf die Werkbank und gucken, was sich wieder errichten lässt. Ja.
Ja, so ein bisschen was geht anscheinend, so wie es aussieht. Naja, eigentlich so ziemlich alles, so wie es aussieht. Ja, schön. Alles klar. Ja, dann machen wir noch mal einen Check und schauen jetzt einfach mal, wie viel der Wagen wert ist. Hey, nicht schlecht. Die blanke Karosse hat 156.000 Restwert. Und jetzt machen wir das Ganze wieder rückwärts. Ich beginne wieder mit der Montage. Bremskraftverstärker, genau. ABS. Dass das Gedönse einmal außenrum schon mal montiert ist. Ja, somit auch die Batterie. Kraftstofffilter. Ja, sehr schön. Der Block hat sich wieder errichten lassen. Das heißt, ich habe Geld gespart, muss keinen neuen Ding kaufen, ne? Keinen neuen Motorblock. Schön. Ja, auch hier. Dann gucken wir mal Servopumpe. Okay, das geht von unten, aber hier. Die kann ich noch drauf klatschen, die Umlenkrolle. Wasserpumpe. Habe ich jetzt den Kühler eigentlich schon draußen gehabt oder nicht? Wisst ihr was? Ich bin mir jetzt da gar nicht so sicher. Deswegen tue ich ihn jetzt mal raus und setze wieder einen ein. Okay, weil so sicher war ich mir jetzt nicht, ob der neu war. Steuerkettenrad, genau. Das schon mal drauf haben. Ansonsten... Ja. Passt, Leute. Kurzer Zwischenwert-Check. Oh, 200.000. Jetzt schon langsam steigt das Ganze wieder. Ja, dann haben wir mal die Kurbelwelle wieder rein. Samt die Lagerschalen. Super. Super. Vorderachsträger, Ölfilter. Jo, läuft. So. Ja, Achsschenkel Typ F habe ich auch neu, wusste ich gar nicht. Oder er ließ sich überholen, das kann natürlich auch sein. Also diese Bentley Bauteile habe ich eigentlich gar nicht. Oder ist mir jetzt nicht mehr bewusst, dass ich welche habe. Kann auch so sein. Gummilagerbuchsen pressen.
Super. Schön langsam sieht es aus wie ein Auto. Beziehungsweise wird wieder zu einem. Jawohl. Super, super, super. Ja, da hinten ist schon drauf. Super. Na, jetzt. Genau, da wollte ich hin. Dann mache ich doch mal von hier wieder weiter. Ja. Radlager. Mhm. So Leute, meine Maus hat sich jetzt gerade eben verabschiedet, sprich die Batterie ist leer. Ist kein Scherz. So, jetzt muss ich die nochmal ganz kurz zum Laden geben. Tut mir jetzt echt leid. Das war jetzt echt keine Absicht, aber kein Problem. Ich habe nämlich noch so eine, für solche Fälle, so eine Reservemaus. Und die, ja, habe ich jetzt wieder in Betrieb. Das läuft gleich. Ja, sowas nennt man Künstlerpech, ne? Oder so ähnlich. Okay, dann machen wir schön weiter. Kommt vor. Kommt auch in den besten Familien vor, ja. Na komm. Na, oh, was ist denn los hier? So. Also Luftfederung ist schon toll. Also mein Auto, also mein echtes Auto hat auch Luftfederung. Echt, also so ein Luftfahrwerk ist schon was Feines. Also wenn es funktioniert, ist es echt super. Aber wenn es einmal kaputt geht, dann hast einen Wurm drin, ja, echt in dem ganzen System, da wird's teuer. Aber so, wie gesagt, wenn es funktioniert, ist es fein. Bei mir zum Glück funktioniert es hervorragend, das Luftfahrwerk. Schon tolle Sache. Kann ich echt nur jedem empfehlen. Na komm. Super. Ja, da sind wir. Sind wir fertig. Da sind wir auch fertig. Gut. Sehr gut. Dann müsste ich jetzt eigentlich hier im Motorraum weitermachen, weil sonst kann ich das Getriebe nicht draufklatschen. Genau. Ist ja nicht so schlimm. Dann machen wir eben von oben weiter. Wow. Schaut richtig schön aus, alles neu, so wie es sein soll. Nee. Ah. Genau. Ja, dann setzen wir mal das Ganze ein. Ach, da geht dieses Tuning-Zeug nicht. Okay, kapier. Da brauche ich nämlich von Bentley die Kolben. So. Ah ja, Zündkerzen nehme ich logischerweise vom Tuner. Genau.
So, noch zwei Stück. Dann haben wir es auf dieser Seite. Na? Gut. Sehr, sehr gut. Noch kein Wellenrad. Wisst ihr was? Ich guck mal, ob es vielleicht für den W12 auch Tuning-Komponenten gibt. Ja, Steuerkette. Können wir schon mal drauf klatschen. Ja. Hier, Kette. Aber jetzt mache ich erstmal die Lagerschalen der Nockenwellen wieder drauf. Da bin ich jetzt eh beschäftigt. Da brauche ich jetzt insgesamt im Moment hier 4, 6, 7, boah. 14 Stück pro Seite. Macht insgesamt 28 Stück. Ja, Wahnsinn. Naja. Das muss, muss. Hilft nix. Na komm, so. Ah, ich glaube, mit viel Tuning wird hier nicht, wird hier nichts, ja, weil beim W12 hier gibt es so viel, ich weiß nicht wirklich viele Tuning-Teile, aber das sehen wir dann gleich, sobald ich hier fertig bin. Ja, ja gut ist, ne? Dann machen wir noch einen Deckel drauf. Tuning Zündpolen. Logischerweise. Nein, ich möchte gerne herauskitzeln, was geht. Hol alles raus, was noch zum Rausholen ist, echt. Aber viel wird es bestimmt nicht sein. Ich schätze mal mit so einem Diff-Wert vielleicht von 20%. Höchstens, höchstens, vielleicht sogar noch 15. Schauen wir mal. Noch gut. Auf der Seite bin ich jetzt eigentlich fertig. Genau, die Turbolader wollte ich mal schnell checken, ob es die auch vom Tuner gibt. Tuning-Teile. So, dann gebe ich mal ein W12. Okay, da findet er gar nichts. Hallo. So, W12. Nee, nur V12. Wenn ich jetzt Bentley eingebe, findet er dann was? Auch nicht. Nee. Wusste ich's doch. Wusste ich es doch. Eieiei. Nicht gut. Naja, was heißt nicht gut? Nicht das i-Tüpfelchen, sagen wir mal so. Okay. Gibt er dann gar nichts für den W12 oder so gut wie nichts. Schade, wirklich schade. Moment, 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 was habe ich jetzt gemacht? Was habe ich denn jetzt gemacht? Nein! Mann, habe ich jetzt Gebrauchteile verbaut oder wie? Bitte nicht, bitte nicht. Bitte. Na ja, Mann, 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 Mann. Ich habe gebrauchte Kolbenringe eingesetzt. Ist das und Kolben auch. Das ist jetzt ärgerlich, aber das lasse ich jetzt.
Ah, ist das jetzt ärgerlich. Jetzt brauche ich da auf der anderen Seite bestimmt nicht nochmal alles auseinander. Nö, mache ich nicht. Ah, Scheibenkleister, echt ärgerlich, ärgerlich. Ach, nee. Naja, was soll ich jetzt machen? Jetzt ist zu spät. So, hier, Kolbenringe. Ich kaufe jetzt einfach mal wieder ein, dass ich wenigstens noch die restlichen auf dieser Seite fertig mache. Ach, wie konnte ich das schon wieder übersehen? Meine Jutta. Naja, es wird natürlich nicht so viel Geld geben, aber ich bin natürlich schon glücklich, wenn ich meine Kohle rausbekomme, die 472.000, die ich bezahlt habe. Das wäre natürlich schon eine tolle Sache. Ja, mal gewinnt man, mal verliert man. So ist es im Leben. Ja. Na komm, mach eine. Oh Mann. Furchtbar mit mir, echt. Wie konnte ich das schon wieder übersehen? So. Halt, 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 halt. Genau, die machen wir nochmal schnell raus hier. Raus mit euch. So, aber jetzt setze ich hier ordentlich ein. Genau. So wollte ich das eigentlich die ganze Zeit haben, aber naja. Naja. Ja. Ja. Ja, gut. Lagerdeckel, jawohl. Es passiert mir irgendwie ständig, dass ich die Teile, die Gebrauchteile übersehe. Ich sehe nur, aha, grüner Balken unten, das passt, das ist neu, aber anstatt die Ziffern, die Zahlen mal zu lesen, ob da 100% auch draufsteht, das kommt mir natürlich nicht in den Sinn. Echt furchtbar. Das passiert mir irgendwie ständig. Naja. Dafür darf ich jetzt mit etwas Wertverlust rechnen. Apropos Wert. Auf wie viel Dollar sind wir jetzt momentan überhaupt? Oh. Das wird schwierig, Leute. Das ist jetzt echt eine schwierige Nummer, sage ich euch. Ob ich da meine Kohle, die 472.000, auch rausbekomme, bleibt zu erhoffen. Hallo. Ja, aber jetzt komm. Das, ach, das geht noch von der Hebebühne. Da, checke. Na, so. Jetzt habe ich die falschen Zündkerzen verbaut. Mann, also heute ist irgendwie bei mir im Kopf der Wurm drin, nicht? So.
So, aber jetzt sieht das Ganze wieder ordentlich aus. Mit guten Tuning-Zündkerzen. Sehr schön. Ja, nur noch eine einzige Lagerschale, dann müssten wir jetzt eigentlich fertig sein, oder? Ja, sehr gut. Sehr fein. Stück. Abgaskrümmer. Klappe W12. Naja, jetzt habe ich fast den Motor von oben fertig. Turbolader. Ja, gibt es auch noch. Original von Bentley. Luftfiltergehäuse. Hier Abdeckung. Ja. Okay, Drosselklappe ist drauf. Sehr schön. Da kann ich nichts mehr machen. Da muss ich von unten ran. So, was macht die Wertentwicklung? Boah, nicht wirklich, der hat knappe 350.000 bis jetzt. Also ob ich da meine 472 wieder rausbekomme, glaube ich nicht. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Aber naja. Jetzt will ich mal nicht den Teufel an die Wand malen. Deswegen hoffe ich mal schön weiter, dass es was wird. So, cool. Ja. Longscheibe, da kann ich wenigstens die vom Tuner hernehmen. Genau wie die. Oh, ich habe keine Tuning-Druckplatten mehr. Aber das ändern wir gleich. Und zwar... Genau. Druckplatte, genau. So, nehme ich mal wieder schön gepflegt. 40 Stück, das reicht so. Das erste. Ja, das dauert jetzt ein bisschen. Ja, und es dauert sogar ein bisschen länger. Aber das wird schon was. Keine Angst, Leute. Ja, so. Jetzt, wie versprochen, haben wir es.
Ja, genau. Boah, das sieht toll aus. Ja, super. Gibt's sogar vom Tuner. Schön, da kann man ein bisschen an der Endgeschwindigkeit feilen. Ja, soweit so gut, hätte ich jetzt gesagt. Ja, da passt alles. Was sagt die Werkentwicklung? Ja, nicht einmal ganze 390.000. Nicht schön, muss ich sagen. Echt nicht schön. So. Kardanwelle. Krafttank. Pumpe. Da wenigstens noch ein paar PS rauskitzeln kann, wäre natürlich eine feine Sache. Achsschenkel. Schön langsam, aber sicher kommen wir dem Ende entgegen. Dauert zwar noch ein bisschen, aber ist von der Zeit jetzt noch überschaubar, weil der Motor ist ja eigentlich fertig jetzt. Genau, ich müsste eigentlich nur noch Motoröl einfüllen und dann könnte es eigentlich auch schon zur Probefahrt gehen. Gut, einen Radsatz werde ich noch benötigen, das ist klar. Und hopp, Federn, Federteller. Sehr gut. Ah ja, hier der Querlenker, genau. Den hätte ich jetzt gerne vergessen. Hier noch Gummilagerbuchsen. Na komm. Super. Nein, 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 nein. Moment. Habe ich jetzt da gesehen? War schon wieder gebraucht, oder was? Ah, Heidewitzka. Überlegen, jawohl. Ich nehme jetzt nur mal 30 Stück, eben damit es nicht so lange dauert. Na, aber es dauert trotzdem. Alles klar.
Na, aber jetzt sieht es gut aus. Na? So, sehr gut. Hier noch Koppelstange. Oi, oi. Ah ja, wusste ich es doch. Ach, da ist noch einiges zu machen. Gummilager, Buchse klein. Dann kommt hier genau der Querlenker. Feder, Federteller und so weiter. Genau das habe ich gemeint. Ich würde sagen, das sieht jetzt ordentlich aus, ja. Sehr schön. Ja, jetzt brauche ich natürlich einen passenden Radsatz auch. So, wir haben jetzt hier es zu tun mit 255er Reifen. 50er Durchmesser und 24 Zoll. Okay, gut. Dann weiß ich ungefähr schon, was ich kaufen werde. So, halt. Jetzt, genau, da sind wir. Felgen. Extra diese hat er, oder? Exeter, oder wie die heißen, genau. Mhm. Ah, die finde ich toll. Die schauen gut aus. Ja, ich glaube, die würden super passen. Viermal. So, wir hatten 24 Zoll. Da mache ich jetzt einfach mal... Oh, was gibt's denn da? 32 Zoll. Was ist denn das? LKW oder was? Krass. Ja. Ich hätte jetzt gesagt, ich mache jetzt 25 Zoll. Ein Perspektive lasse ich. So. Reifen dafür für das Fahrzeug. Ha, was nehme ich denn jetzt? All Terrain Premium, All Terrain, genau, viermal. Ja, so, das halt reichen. Durchmesser 25 Zoll in der Breite. Ja, sollte schon 325 sein. Querschnitt, boah, lasse ich glaube ich 30er oder nee, machen wir 25er Querschnitt, genau. Sollte schön aussehen normalerweise. Und dann gehen wir mal hier schön zur Presse. Zack, zack, zack. Oder? Hey, das sieht doch toll aus. Super. Mhm. Oh, das sind schon riesige Walzen, muss ich ehrlich zugeben. Schon heftig. Fertig, na ja, sind wir fertig, gut. Ja, dann klatsche ich es schon mal auf einer Seite wenigstens einen Satz drauf. Nantucket. Wow, kommt gut, ne? Heftig, cool. Nantucket. Ja,
Genial, coole Sache, echt. Heftig, echt. So, einen haben wir noch, genau. Also ich finde, das schaut richtig krass aus, oder? So, Nantucket. Genau. Ja, coole Sache, Leute. Dann sind wir eigentlich so gut wie fertig. Ja, heiß. Echt, der Wagen schaut richtig krass aus. Okay. Dann füllen wir noch ein bisschen Öl ein. So. Ja, schön frisches Blut. Okay, ich glaube, das sollte reichen. Alles klar. Dann gehe ich Fahrzeug bewegen in die Lackierkabine. Ich möchte mich mal schnell nach einer anderen Farbe umsehen. Oder sollen wir das lassen? Naja, jetzt schauen wir mal, was es so im Angebot gibt. Okay. Okay. Farbton. Ja, die Farbe hätte was. Oder? Probieren wir es mal. Hey, cool. Das sieht aus. Ja, doch, gefällt mir doch um einiges besser. Ja, dann auf geht's zum Prüfstand. Wow, doch. Die Farbe ist echt grandios. Gefällt mir super gut. Es schreit natürlich nach einem Foto. So, schön scharf stellen. Zoomen. Ah, sind zu nah. Oh, ungefähr sollte gut kommen, ne? Ja, ich würde sagen, läuft. Dann machen wir mal den Test. Was? Ach nee, Kurbelwellenriemenscheibe fehlt. Sorry, Leute. Ah, also nochmal auf die erste Hebebühne. Wo sind wir? Hier sind wir. Ah ja. Alles klar. Oh, brauche ich eine neue. Gut, höchste. V8. So. Ist die hier. Ja, dann nehme ich jetzt ein paar. Weil ich ja es eigentlich ständig mit 8-Zylinder-Motoren zu tun habe. Deswegen nehme ich gleich den Maximalbestand. Das wird jetzt ein bisschen dauern. Tut mir leid, Leute. Aber dafür ist dann länger wieder Ruhe. So.
Dauert noch ein bisschen. Ich hoffe nicht mal allzu lange. Ja, es dauert jetzt doch etwas länger als erhofft. Es tut mir jetzt echt sehr leid, dass ihr so lange warten müsst, Leute. Tut mir leid. Aber das sollte jetzt gleich auch vorbei sein mit der Warterei. Ja, seht ihr, super, Leute. Top, top, top. Na dann. Riemel ich mich einfach durch, klatsch den Riemen drauf und dann sollte eigentlich alles wieder gut sein. Ja, jetzt sieht es gut aus. Dann verfrachten wir gleich mal den Wagen auf den Motorprüfstand. Ja. Ja, geht so. Ja, bitte. Jetzt endlich. Gut, der Wagen ist vorbereitet, sonst würde es nicht gehen. Und los geht's. Wow. So, Baby, komm, 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 komm. Kick durch, kick durch. Yeah! Hey, ich habe fast auf Prozent genau, beziehungsweise auf 0,04, genau. Ich habe gesagt, um die 15% und Tatsache. Ist wirklich so rausgekommen. Also 687 PS haben wir. Schön. Das heißt, jetzt möchte ich noch kurz ein bisschen das Getriebe abstimmen. Wir haben jetzt hier... Oh, jawohl, 400 km/h. Ich glaube, das sollte doch passen, oder? Oder soll ich ein bisschen kürzer schalten, das Ganze? Also sich so auf 300... 50. Ich glaube, das reicht. Speichern. Ja, steige ich mal ein. Und los geht's. Zur VMAX-Strecke, bitte. Ja, da bin ich jetzt echt gespannt, wie der Wagen geht. Und vor allem, wie viel wert er sein wird. Kriege ich mein Geld raus oder nicht? Werden wir sehen. Alles klar. Also, los geht's. Wow. Schön, schön. Aha. Schön. Wow, 7-Gang-Automatik. Krass. Naja, ein bisschen schneller ist er jetzt doch geworden. Hoppala. Also wir hatten ja irgendwas über 240 km/h bei der Mod-Vorstellung. Und jetzt hier hat er immerhin über 270 geschafft. Das ist doch auch schon mal was. Immerhin um gute, ja, 30 km/h haben wir da ein bisschen was machen können. Super. Ja, dann freue ich mich jetzt eigentlich nur noch aufs Verkaufen. Ich hoffe, dass ich einen Grund haben werde zum Freuen. Jetzt momentan ist mir noch ein bisschen mulmig im Magen, muss ich ehrlich zugeben, weil ich nicht glaube, dass ich mein Geld rausbekommen werde. Vor allem, weil ich Dödel auch noch Gebrauchteile eingebaut habe. Also gebrauchte Kolben und gebrauchte Kolbenringe auf der beifahrerseitigen Zylinderbank. Oh Mann, furchtbar. Ich habe da nicht aufgepasst. Ich habe einfach nicht aufgepasst, Leute. Das tut mir echt leid. Weil das eh so viel Mühe und Arbeit war hier bei dem 12-Zylinder. Naja. Na endlich. Da sind wir gleich. Wir haben Halloween, wie man sieht. Also zumindest hier zum Zeitpunkt des Videos. So Leute, ein bisschen nervös bin ich jetzt schon. Aber hilft nichts, da müssen wir jetzt auch durch. Also, lieber Mercedes G65, sag uns, wie viel wert bist du?
Moment, das sind jetzt 9.000 Dollar Verlust mache ich jetzt. Okay. Gut, die Teile darf ich nicht einmal dazu rechnen. Das heißt, ich gehe aus dieser ganzen Geschichte mit einem schönen Minus raus. Ja, und schuld, wer ist daran? Ich selber, weil ich ja Bockmist gebaut habe. Also gut, verkaufen wir ihn. Aber hilft nichts. Ich brauche dieses Fahrzeug ehrlich gesagt nicht. Und wenn, dann kaufe ich ihn mir wieder. Aber jetzt vorerst mal nicht. Ja, Leute, wir sind am Ende angekommen der heutigen Episode. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie ihr seht, es gibt Arbeit und Fahrzeuge ohne Ende. Und es wird bestimmt nicht langweilig und würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet. Ja, wie man sieht, heute ist der, also Zeitpunkt des Videos, der 31.10.2020. Wir haben wieder Halloween. Und ich wünsche euch natürlich ein schönes Halloween-Fest. Ja, Gesundheit, alles, was ihr euch wünscht und ja, feiert schön, aber logischerweise unter Berücksichtigung, ne, der ja, Hygiene, Abstand, Regelung und so weiter und so fort. Weil dieses Jahr ist natürlich ja ein bisschen so, glaube ich, global der Wurm drin und wir hoffen natürlich, dass wir das Ganze überstehen. Ja, auf jeden Fall nochmals Dankeschön fürs Zusehen. Wenn ihr wollt, dürft ihr mich natürlich gerne abonnieren und auch Glöckchen drücken, bitte nicht vergessen, denn dann werdet ihr auch immer schön benachrichtigt, sobald ich was Neues für euch hochgeladen habe. Im nächsten Video, was da dran kommt, weiß ich noch nicht. Da lassen wir uns einfach überraschen, würde ich sagen, und dann sehen wir schon, was passieren wird. Gut, nochmals Dankeschön, also bis denne. Also, ciao, ciao.